Ein herzliches Willkommen zurück von mir zu meinem, ich glaube, mittlerweile 35. Let's Play. Wenn ich das hochlade, wird bereits der 5. Dezember sein. Wir haben es also geschafft. Endlich hat Österreich tatsächlich einen Präsidenten. Wie wir allerdings aus Victoria festgestellt haben, sind Wahlen nicht immer das Beste. Schauen wir mal. Nachdem ich das aufgenommen habe, bevor wir den Präsidenten hatten, weiß ich natürlich nicht, wer gewonnen hat. Aber ich nehme mal an, es wird relativ wurscht sein, wer gewonnen hat. Was wir hier machen, das wissen wir ja. Wir haben durch einen Konflikt in Bulgarien, also durch einen Konflikt am Balkan quasi, einen relativ großen Krieg losgetreten. Es führt derzeit Frankreich, Russland und wir einen Krieg gegen Deutschland, Skandinavien und das Osmanische Reich. An und für sich von der Papierform her müsste das relativ ausgeglichen sein. Ich denke allerdings, wir haben doch ein bisschen einen Vorteil. Erstens, weil wir den menschlichen Spieler auf unserer Seite haben. Das ist immer ein Vorteil, weil ich einfach anders Krieg führe als der Computer. Und der Computer ist, obwohl die KI recht gut ist in dem Spiel, halt doch nur ein Computer. Also da an der deutsch-russischen Grenze mag das ja egal sein. Also da sind sie circa gleich auf. Aber ich bin durchaus guter Dinge, dass ich Deutschland da auseinandernehmen werde. Und Frankreich ist eigentlich auch relativ stark. Ich glaube, Deutschland wird da über kurz oder lang kollabieren. Das Osmanische Reich ist sowieso, das ist sowieso keine großartige Bedrohung. Die sind einfach, das fähre ich hier schon hin, die sind sowieso dahingehend ein Problem, also die sind sowieso dahingehend kein Problem, weil die einzige große Armee, die sie hier hatten, habe ich bereits vernichtet. Jetzt haben sie nur noch irgendwelche Rekruten, die sie ausheben. Die versuchen wir einen nach dem anderen langsam auseinanderzunehmen. Unangenehm ist es nur, weil sie hier relativ viele Armeen haben und da ein paar von meinen Kolonialprovinzen erobern. Aber ja, damit können wir leben. Das ist einfach nur Wüste, die sie da erobern. Das ist jetzt nicht so großartig. Gleichzeitig habe ich aber hier eine Kolonialarmee von Skandinavien schon erobert, vernichtet und bin da im Begriff, die skandinavischen Provinzen langsam auseinanderzunehmen. Schauen wir mal, es könnte ein Problem sein, weil da ist noch eine riesige skandinavische Kolonialarmee, die ist größer als die französischen in der Nähe, was nicht gut ist. Mal schauen, wie das funktioniert, aber Frankreich kommt da eh mit ein paar Truppen nach. Hoffentlich. Also, oder? Na, wahrscheinlich, wenn die da eher auf das Osmanische Reich losgehen. Die wehren sich nicht so. Ja, also wie schon gesagt, das einzige Problem, das wir vielleicht haben, ist in den Kolonien mit Skandinavien. Beziehungsweise kann natürlich sein, dass die französischen Truppen da Russland auseinandernehmen. Aber ich sehe, wir haben die Franzosen, die Schiffe von Skandinavien im Visier und die Skandinavier haben tatsächlich Truppen nach Holland geschickt. Mit etwas Glück bleiben diese 80.000 Mannen dort oben gefangen für den ganzen restlichen Krieg, wenn die skandinavischen Schiffe versenkt werden. Das wäre ja cool. Da hätten sie sich selber aus dem Krieg genommen. Hey, das ist ja lustig. Habe ich ja noch nie gesehen. Gut, naja, mit etwas Glück, sagen wir es mal so. Die Deutschen haben ja leider auch eine Flotte, aber, und das ist natürlich gut, die Franzosen haben eine weit, weit größere Flotte. Da ist eine Schlacht, die ich nicht sehen kann, leider, wie viele da auf jeder Seite sind. Na gut, das ist die Ausgangslage. Hier bauen wir noch eine Armee dazu zusammen. Hier ist unser Schiff in der Straße von Otranto. Das schicken wir jetzt darüber, um die französischen Flotten dazu
unterstützen. Warte mal, da haben wir auch noch einen, schicken wir den auch gleich rüber. Wenn wir nämlich die türkische Flotte vernichtet haben, dann sind sie uns so oder so ausgeliefert. Ich glaube nicht, dass die so ein großer Threat sind. Threat, sagt man Threat, ja. An und für sich. Unangenehm wäre es gewesen, wenn Großbritannien tatsächlich auf der Seite der Gegner eingestiegen wäre, dann würde alles ganz anders ausschauen. Na gut, machen wir weiter mit dem Krieg. Na, nicht so schnell. So schnell. So, Prenzlau. Und wieder haben wir einen Teil von seinen Truppen vernichtet. Der geht weiter nach Stettin. Der geht weiter nach Kolberg und ist eben dort am 17. Juli. Wenn wir da jetzt nachrennen, Stettin wäre, na, ist leider auch nicht im Kontakt mit meinen. Am 18. Sehr gut. So, das war's mit diesen Truppen. Du gehst nach Prenzlau oder nach. Nein, nach Prenzlau ist besser. Küstrin ist uns wurscht. Wir wollen einen Ring um Berlin bauen, bilden. Ja, die sollen darüber gehen, die sollen mit den Russen kämpfen, die sollen auch was machen. Ich habe echt keine Lust, den ganzen Krieg für die zu führen. So. Ja, und da erobern wir einfach. Mal schauen, vielleicht ergibt sich was. Vielleicht können wir ja auch was aus dem Osmanischen Reich rausschlagen. Also ich glaube, der Anführer des Kriegs ist Skandinavien, obwohl hier die Deutschen als Erste sind, weil die Skandinavier nämlich im Konflikt die Osmanen unterstützt haben als Erste. Schauen wir mal. Ja, die sind da an erster Stelle. Das heißt, Skandinavien ist der Anführer. Das heißt, wir können einen Separatfrieden mit den Osmanen und mit Deutschland schließen. Was haben wir denn da schon verlangt? Ne, ist eh klar, die Russen wollen Ostpreußen. Das sind solche Schwämme, das ist ja unfassbar. Vielleicht sollten wir versuchen, einen Separatfrieden mit irgendjemandem zu schließen. Dann sind wir nämlich aus dem Hauptkrieg draußen. Und können noch was von den Osmanen verlangen. Einen Separatfrieden mit Deutschland. Das wäre es eigentlich. Und dann noch von vom Osmanischen Reich Sachen verlangen. So würden wir unsere Agenda durchsetzen. Oder unsere Agenden. Wo ist Rasgarib? Ah. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die da kämpfen lassen will, weil das ist keine Bauernarmee. Und wenn sie schwach sind, na, gehen wir mal nach Baviti. Okay, Bier hat schon mal gewonnen. Daher. Und Posen. Daher. Seine Hauptarmee haben wir vernichtet. Jetzt sind da nur noch diese Bauern. Die sollte man aber nicht unterschätzen, weil immerhin haben sie deutsche Waffentechnologie. Ja, das sind nochmal 35.000. Das sind nicht nur Bauern. Schauen. Das heißt, da ist noch eine halbwegs brauchbare Armee von Deutschland. Machen die Russen noch irgendwas? Ich meine, die haben ein Riesenreich. Wo sind denn deren Truppen? Die verlieren dagegen das Osmanische Reich. Und da, was machen die da? Eine einzelne Einheit? Das ist ja wohl lächerlich. Haben sie ja wohl nicht mehr alle. Oh, Moster ist ja schon besetzt. Geht noch nicht weiter.
drin. Sehr gut. Ja, aber wir könnten da natürlich irgendwelche deutschen Truppen versuchen zu jagen, aber andererseits, wir gehen eh alle darüber zu den Franzosen. Soll sich der Franzose drum kümmern? Wir haben da jetzt eh seine Hauptarmee vernichtet. Hey, und unsere 8. Armee wächst. Das ist schön. Gegen Ende des Kriegs wird sie hoffentlich schon da sein. Dann können wir die nachher auch noch einsetzen. Und wir haben nicht mobilisieren müssen. Paviti. Ja, wieso nicht? Ist ja nicht. Sarajevo haben wir auch gewonnen. Gut, dann gehen wir nach Tuzla. Hey, wir haben die Schlacht in der Ägäis gewonnen. Ein paar Schiffe von den Osmanen versenkt. So, dann geht's mal wieder zu. Ah, warte mal, zweite Flotte. Wie viele sind das? 20? Na, ihr geht's da hier. Die zweite Flotte. Da. Ha, 6000 Mann, die nach Kotor gehen, um Kotor zu belagern. Das ist ja süß. Und die kümmern wir uns dann. Schauen wir mal, ob die zu uns kommen. Ob die uns an. Oh, warte mal, ja, die kommen zu uns. Schlagen wir die oder nicht? Sind wir schneller? 21. August. Ja, wir sind schneller in Gießen. Gut, in Gießen würde ich nämlich lieber die Schlacht führen. Sollen die uns doch angreifen? In Gießen haben wir einen guten Verteidigungsbonus. Na super. René, du bist so dumm. Wir gehen mit denen auch rauf. Die sind genug, damit wir da ein paar Osmanen auseinandernehmen. Um ehrlich zu sein, ist mir das gar nicht so wichtig. Aber wir haben eine 30-prozentige Anführerschaft schon in dem Krieg, das ist gut. Unsere Schlachten sind 26% von den 30%. Frankreich, machst du auch irgendwas Sinnvolles da? Könntest du dich da um irgendwelche Armeen von Skandinavien kümmern? Ich habe echt keine Lust, gegen die zu kämpfen. Ah, immerhin, da werden ein paar Deutsche vernichtet von euch. Hey, da sind auch noch welche. Ist ja lustig. Im Golf von Taranto haben wir auch noch ein paar von den Osmanen erledigt. Das ist eh super, was die da machen. Mit 3000 Mann sind sie auf jeden Fall langsamer als ich mit meinen 22.000 hier. Wenn ich da fertig bin, erledige ich die. Und da diese 6000, die brauchen so lange. Da habe ich die zwei Regionen, nämlich Pljewa und Ulcin, erobert, bevor die auch nur ansatzweise Kotor in ihre Gewalt gebracht haben. Und dann machen wir die auch fertig. So, wir sind wieder hier. Passt, ihr habt ein paar Schüsse abgekriegt, aber ist nicht so schlimm. Ja auch, ich glaube, von euch habe ich keine Schiffe verloren. Der Franzose hat ein paar Schippernakeln verloren. Ah, das sind auch 18.000. Hat sie echt nichts Besseres zu tun, als meine Provinzen anzugreifen.
Wie schaut das da aus? Oh, wir sind irgendwo angegriffen worden. Delegierte Befehlsgewalt plus 30% Moral, das ist sehr gut. Wir haben Novi Pasa gewonnen, das ist auch gut. Und wir sind in Giza angegriffen worden. Gehen wir weiter nach Nisch, dort steht eine Fabrik, rund 2 sogar. So, schauen wir mal, wie das in Giza ausschaut. Eigentlich müssten wir da sehr stark im Vorteil sein. Ja, aber auch nicht. Das ist doch eine ziemlich starke Truppe, die mich da angegriffen hat. Woher nimmt er eigentlich das Geld? Wieso hat er keinen Nachteil von der Belagerung? Ich meine, ich habe da ein Vor. Ach, ärgerlich. Ich will da weg, ich will da weg, ich will da weg. Okay, Prenzlau haben wir erobert. Als nächstes kommt Berlin natürlich dran. Ah, Mist. Ich hätte diese Truppen nie da drüber schicken sollen. Ich bin so ein Depp. Komm schon, lass mich weggehen, lass mich weggehen, lass mich weggehen. Er hat mich nicht weggehen lassen, ich bin vernichtet worden. Na doch nicht, ich lebe noch ein paar. Grumblefix könnte man da fast sagen. Das war jetzt nicht klug von mir. Gut, ihr geht's weg. Geht's weg von dort. Die erholen sich nie wieder von diesem Schlag. Was soll ich tun? Tuzla haben wir erobert. Jetzt werden wir das gleiche mit den, Osmanen machen, wie sie mit uns. Wir vernichten ein paar Truppen. Gut, ihr geht's weiter da nach Süden. Schiffe, ihr geht's daher mal. Alarish haben wir verloren. Küstrin haben wir gewonnen. Also ich will gar nicht wissen, wie viel Unterschied das macht, aber ich würde mal sagen, einen sehr großen. Deutsche Krone. Nein, wir bleiben da irgendwie zusammen. Pritzwalk. Wenn geht. Da im Osten soll sich gefälligst Russland drum kümmern. Ich meine, das gibt es ja wohl nicht. Es sind 3 Länder, die Deutschland angreifen und Russland schafft es nicht, mit einem Drittel der Armee fertig zu werden. Vor allem nachdem die Skandinavier noch immer auf dieser dummen Insel festsitzen. Und auch bis zum Ende des Kriegs dort festsitzen werden, weil ich glaube, da wurden ihre Flotten ziemlich vernichtet. Russland ist echt eine Vorgabe, das gibt es ja wohl nicht. Gegen die sollte man Krieg führen, wenn die so Krieg führen. So, in Berlin haben wir noch ein paar Deutsche verpixelisiert. Warte mal, Russland hat keinen Militärzugang zu uns? Wieso nicht? Wir sind im gleichen Team. Krieg geht nicht ganz so gut, wie ich wollte. Ah, aber es kommen ein paar Franzosen, die uns zu Hilfe kommen könnten, rein theoretisch. Schauen wir mal. Okay. Diese 56.000 Skandinavier machen mir da ein bisschen Sorge. Aber die sind noch weit weg und die kümmern sich offensichtlich um Frankreich. Naja. Hey, Nisch haben wir auch erobert.
Machen wir weiter. In welche Richtung gehen wir denn weiter? Nach Widin. Görlitz haben wir erobert. Das ist eine Truppe, die ein bisschen erholen sollte sich. Die ein bisschen erholen sollte sich. Mein Deutsch ist auch genial. Mitrovica haben wir gewonnen. Gut. Na dann, wo gehen wir weiter hin? Nach Prizren, Škoda, Prizren. Na, Miskovac. Wenn der nach Widin geht, sollte man in Nähe bleiben. Also wenn wir schauen, ob wir da einen Militärzugang kriegen. Sie werden nicht akzeptieren. Warum nicht? Hm. Wollen wir zuerst einmal die Beziehungen verbessern. Weil wir haben minus 4. Das heißt, nächstes Mal sollten sie hoffentlich akzeptieren. Wenn wir sie nochmal fragen. Ihr bleibt da jetzt mal stehen und erholt euch ein bisschen. Bis der Krieg zu euch kommt, dauert eh noch eine Weile. Hm. Ja, Frankreich, go, Frankreich, go. Wo seid ihr? Ihr braucht noch eine halbe Ewigkeit, um da oben zu sein. Hey, Frankreich erobert zurück. Yay, Frankreich, go, Frankreich. Hm, ihr kommt daher, unterstützt Frankreich da im Kampf. Immerhin geht es da um unsere Provinzen. Wenn es um französisches Gebiet gehen würde, würde man euch eigentlich nicht unterstützen. Oh, da sind schon wieder 41.000, das gibt's ja nicht. Wo nimmt denn der die ganzen Truppen her? Wie viel müssen wir denn noch zerstören? Das ist unfassbar. Diese Deutschen sind wie Stehaufmännchen. Ja. Egal. Solange er nicht mich angreift, ist mir wurscht. Ja, von da kann er sie aber auch nicht geholt haben, oder? Da hat er noch immer diese zwei Armeen, die er schon vorher hatte. Ja, aber echt jetzt? Wo hat Russland seine Truppen? Das gibt's ja nicht. Der kann ja nicht keine Armeen haben. Der hat ja noch keine verloren. Das sind 30.000, vielleicht 35.000 Mann. Da sind noch einmal 30.000. Und da sind noch mal 20.000. Das kann es ja wohl nicht sein. Oder? Na okay, das sind noch ein bisschen mehr als 20.000. Aber trotzdem. Dann kann ich dieses riesige Reich nicht einmal halb so viele Truppen wie ich haben. Hm. Meine Hilfe ist auf jeden Fall nicht. So, wie schaut's aus bei euch? Können wir bei euch durch? Nein, wir dürfen es noch nicht fragen. Ja, immerhin, wir haben 34%. Und wir haben Stettin erobert. Und so, das heißt, wir gehen weiter nach Neustrelitz. Und wir können eine Kolonie bauen. Das heißt, wir können Wieso können wir da nichts kolonialisieren? Fragezeichen. Ah, weil wir einen Krieg wegen einer Krise führen, können wir keine Kolonialmacht einsetzen. Na, ist ja arg. Ich würde das aber gerne weiter kolonialisieren da. Das gibt's ja wohl nicht. Das ist ja wohl nicht im Krieg in irgendeiner Weise. Hm. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut.
Wir werden, schauen wir mal. Marionettenstaat entlassen. Das kostet 2,5. Malachei, oder? Wollen wir das machen? Oder machen wir freies Volk? Wenn wir Bosnien-Herzegowina nehmen, dann wird Bosnien-Herzegowina ein Marionetten, ein Staat gleich in meiner Einflusssphäre. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Erobern will ich es nicht, aber wenn ich Bosnien habe, habe ich keine Grenze mehr mit den Osmanen. Die Osmanen hätten einen Kriegsgrund gegen Bosnien, würden vielleicht Bosnien angreifen und ich würde die Osmanen töten. Erneut. Das wäre sehr historisch, wenn wir uns Bosnien in unsere Einflusssphäre holen. Na, historisch wäre es eigentlich, wenn wir es erobern würden, aber das ist leider nicht möglich. Also Österreich hat damals tatsächlich so eine Art Marionettenstaat dort gehabt, eine Weile in der Einflusssphäre und hat es nachher erst einfach besetzt. Das geht in dem Spiel gar nicht so richtig. Wollen wir das machen? Das kostet uns 7,5 Infamie. Wir könnten es aber auch gleich erobern, das würde ein bisschen mehr kosten. Oder, ha, wir könnten uns. Na, wieso kostet das 10, eine Kolonie von ihm zu verlangen? Und die Kolonien sind ja wohl echt lächerlich. Palästina ist vielleicht nicht so schlecht. Transjordanien, Libanon, Syrien, nö. Matro. Wieso kostet das 10? Wenn ich gleich eine Region erobern will, kostet es 11. Und dort kann ich Fabriken reinbauen. Wieso sollte ich mal Kolonie nehmen, wenn ich mal, wenn ich meine. Wie viele Einwohner hat Bosnien denn? Würde das Sinn machen für uns? Ich meine, noch mehr Nationen. Wo haben wir denn die Einwohnerbevölkerungsdichte? Naja. Im Vergleich zu unserem Reich jetzt nicht viel, aber wie viele Leute sind das da? 50.000, 16.000, 40.000, 40.000, nochmal 40.000, 30.000, nochmal 30.000, 3, 6, 10. Sitzen. 18, 19, circa 200.000 Einwohner. Das ist lächerlich, 200.000 Einwohner. Da sind sie irgendwo bei Slowenien herum. 2. Zahlt sich das aus? Die Frage stellt sich natürlich auch, ob wir es überhaupt kriegen, weil wir müssten es am besten in einem Separatfrieden verlangen von ihnen. Wenn wir einen Separatfrieden mit ihnen machen, haben wir aber dann das Problem, dass wir noch immer einen Krieg mit Skandinavien und Deutschland führen und den dann aber alleine. Deutsche Armeen, deutsche Armeen nach Pritzwalk. Nicht gut. Ihr habt euch eh erholt, ihr geht's auch nach Pritzwalk. Uhu. Und ihr seid jetzt auch gleich fertig mit der Belagerung. Wenn wir das machen, das könnten wir schon machen. Warten wir noch ein wenig ab. Wenn wir noch ein wenig abwarten, könnte es passieren, dass ein Friede entsteht. Egal, wir versuchen es. Erobern wir einfach. Versuchen wir einfach, Bosnien zu erobern. Erstens ist es historisch, zweitens
ist meine Grenze dann nicht mehr so komisch verwortakelt. Ich habe ein riesiges Stück von meiner Grenze, will ich dadurch abschneiden. Mal schauen. Gut, das hätten wir gemacht. Wir haben es riskiert. Wir haben unsere Infamie wieder hochgetrieben auf 18. Puh, also noch einen Kriegsgrund können wir nicht mehr dazufügen. Außer wir haben irgendeinen Kriegsgrund, der gratis ist gegen Deutschland dann. Also, Herrschaften, wünschen wir bis zum nächsten Mal eine gute Nacht. Schlaf gut und träumt was Schönes.